Ja, willkommen zurück zu The Legend of Zelda, A Link to the Past für das Super Nintendo. Ja, es geht jetzt hier unentwegte weiter. Wir wollen in diesem Part schwimmen lernen. Das heißt, wir müssen König Sora einen Besuch abstatten, damit er uns das Schwimmen beibringt. Oder wir brauchen einfach nur ein Item, das uns dabei hilft, dass wir schwimmen können. Aber das werden wir alles noch sehen, glaube ich. So. So, weg, hau ab. So, in diesen seichten Wasserstellen können wir ja entlang gehen, aber nur nicht bei den tiefen, bei den dunkelblauen. Beim Randomizer würde hier diese Musik nochmal neu starten. Oh, wir haben ja jetzt da hier. Oh, ja, 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 ja. Oh. Ah, scheiße, hier. Oh, haut ab hier. Hey, kann man die überhaupt besiegen? Ja, klar. Es gibt ja zwei Arten von Soras. Einmal die ja Feuer spucken. Und einmal die sich auf uns zubewegen. Aber die sich auf uns zubewegen, gibt es nur hier. Also in diesem Gebiet hier. Ja, und eben sind die Soras ja normalerweise eigentlich liebenswürdige Lebewesen. Hier aber noch nicht, in diesem Teil. Hier gibt es eigentlich nur einen Sora, der gut ist, und dem werden wir gleich sprechen. Ansonsten greifen die uns ständig an. Aber das sind diese Fluss-Soras. Ne? Die Meeres-Soras, das sind eigentlich die Guten dann. Und die Fluss-Soras sind die uns immer angreifen. So, aber hier haben wir jetzt einen Guten. Jedenfalls ist er uns wohlgesonnen. Hoho! Willst du was von mir? Ja, ich möchte Schwimmflossen. Hohoho! Ich habe nichts zu verschenken. Schwimmflossen kosten 500 Rubine, das Paar. 500 Rubine! Das ist Wucher! Genau, Schwimmflossen. Ja, ich will mir auch Schwimmflossen für 500 Euro oder was kaufen, ne? Aber er spricht wie der Weihnachtsmann, so ho, ho, ho. Verschenkt sie aber nicht. Ach echt, das gibt's doch nicht. Willst du sie haben? Ja, ich muss sie ja haben, sonst kommt hier ab einer bestimmten Stelle nicht mehr weiter in diesem Spiel. Und ich will ja alles auch finden. Ho, 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 hier deine Flossen. Außerdem gestatte ich dir, Soras Wasserwege zu benutzen. Alle Seen und Flüsse sind miteinander verbunden. Tauche in die Strudel ein. Wo du allerdings dann landest, musst du selbst herausfinden. Ho, ho, ho. Und ich sage nur einfach, ha, ha, ha. Dankeschön. Ja, du hast Soras Flossen gekauft. Mit diesen kannst du sogar in tiefen Gewässer schwimmen. Oh, das ist doch nice. Das können wir, probier es sofort mal aus hier. Huhohoho. Wenn ich A drücke, dann kann ich sogar hier schneller schwimmen. Aber 500 Rubine, meine Güte. Ja, und wir können auch gewisse Warps auch verwenden. Das werde ich euch auch noch in diesem Part natürlich zeigen. Aber erstmal will ich mir dieses Herzteil holen hier. Das muss sein, das gehört erstens zu den 100% dazu und zweitens erfreut es mich. So sind wir den nächsten Herzcontainer einen Schritt weiter. So. Dann wollen wir hier mal ein bisschen schneller hier wieder mal voran. Ich trödel hier rum, das ist unglaublich. Ich meine, es gibt ja kein Zeitlimit jetzt in diesem Spiel, aber dennoch muss ja nicht sein, dass ich jetzt so rumeiere. So, da in diesen Wasserfall kann man rein. Und dann ist hier, haben wir so einen Brunnen, okay. Brunnende Wunder. Wirf etwas hinein und Wunder werden geschehen. Wirst du es tun? Ich werfe etwas. Ja, was können wir denn mal werfen hier? Nehmen wir mal, ja, den Bumerang. Werfen wir mal rein. Tschüss, Bumerang. War schön mit dir. Oh, da kommt eine riesige Fee hier. Hast du das geworfen? Ja. Wenigstens bist du ehrlich. Das mag ich. Dafür schenke ich dir etwas Besseres. Aha. Das ist also eine Moralsache hier. Ehrlichkeit zahlt sich aus. Du hast den Zauberbumerang. Er lässt sich schneller werfen und reicht weiter. Ja, er reicht jetzt bis zum Bildschirmrand. Also
Scheiße. Wieso hat er den nicht ausgerüstet? So, ihr seht ja, wie schnell der ist und er reicht auch sehr viel weiter als der andere, der blaue Bumerang. Ja, ich darf nochmal was werfen. Okay, dann machen wir das mal. Es gibt noch ein Upgrade für noch einen weiteren Gegenstand hier. Oh, gerade bei den Schwimmflossen bekomme ich weg. Den Schild, den werfen wir hinein. Zack. Hast du das geworfen? Ja. Wenigstens bist du ehrlich, das mag ich. Dafür schenke ich dir etwas Besseres. Dein Schild wurde stärker. Jetzt schützt es dich sogar gegen Feuerbälle. Oh, und sieht auch nice aus, muss ich sagen. Ja, no. Ja, jetzt sind wir auch gegen Feuerbälle geschützt. Ich zähle auch diese Sache hier zu den 100%, dass man jetzt beide Gegenstände geupgradet hat. Denn im Randomizer kann man das nicht machen. Im Randomizer würden hier jetzt zwei Schatzkisten sein, die man öffnen muss, um 100% zu haben. Deswegen zähle ich das hier auch mit zu den 100%. Das gilt für alle Brunnen. Okay, ja, und jetzt können wir hier diesen Strudel hier verwenden. Und, hui, haben wir uns, hierhin teleportiert. Da ist so eine Insel, die interessiert uns noch nicht. Wird uns aber bald interessieren. Ja, und jetzt können wir uns hier mal umschauen hier. Da, das ist dieser Hylia-See hier. War hier nicht auch noch so eine Insel? Ah, hier. Und das ist ein Herzteil. Hä, wie soll ich denn da hinkommen? Ich weiß, wie ich da hinkommen soll. Das wird sich auch alles erst später zeigen. Aber jetzt kann ich hier schön gemütlich überall hinschwimmen. Yeah. So, hier gibt es auch noch was zu finden. Hier unter dieser Brücke. Was schläft unter einer Brücke? Genau, ein Obdachloser. Obwohl, na gut, der hat ein Zelt hier. Der macht es lieber schön gemütlich hier. Hallöchen. Ich sehe, Link. Du steckst in Schwierigkeiten, aber mehr kann ich dir nicht geben. Eine weitere Flasche. Juhu. Eine magische Flasche. Darin kannst du verschiedenes aufbewahren für später. Ich habe es mal gesagt. Ich lese das nicht nochmal vor, aber okay. Es ist schon eine Besonderheit, wenn man eine Flasche bekommt, weil das ja nicht so häufig passiert. Und insgesamt können wir ja 4 Flaschen tragen. Und ja, da wir jetzt diese Flasche haben, können wir ja gleich mal zur Hexe gehen und uns einen weiteren Trank kaufen, ne? Das würde ich jetzt mal so vorschlagen. So, dazu muss ich aber erstmal wieder an Land. So. Nerv nicht rum da. Nerv nicht rum, habe ich gesagt. Wir sind ja auch ganz in der Nähe der Hexe. Also, wir haben es ja nicht allzu weit. Hui. Ja, mit den Pegasus-Stiefeln kommt man hier schnell voran. Oh ja, ist beide auf einmal getroffen. Oh, beide auf einmal besiegt ihr. Achso, brauche ich ja nicht. Ich habe ja die Herzen voll. Ah, die Bombe habe ich wieder zurückbekommen. Das ist gut. Die ich verschwendet habe eben beim Brunnen der Wunder. Ich kann auch nochmal zeigen, hier gleich mal den Bumerang. Warte mal, hier ist auch so beengend. Aber ist auch ganz klar, der reicht viel weiter hier noch. So, hier, ihr kriegt nochmal ein bisschen Geld von mir hier. 160, oh, kann ich mir so locker leisten hier. Okay, ja, damit kann ich sowohl die Energie als auch die Magie auffrischen. Und dann haben wir trotzdem noch genügend Geld für andere Sachen. So, ja. Okay. Jetzt können wir... Jetzt haben wir ja einmal die Krafthandschuhe. Und die Flossen. Und damit lässt sich ja so einiges machen. Gut, die Flossen, da haben wir jetzt so einiges erstmal schon bekommen in diesem Part. Ach so, mir fällt gerade ein. Hier ist auch noch ein Weg, der uns noch... ja, das zählt auch nicht zu 100%, weil man hier nichts finden kann. Aber ich will euch das auch mal hier zeigen, hier, was man hier... Ja, was hier vorhanden ist.
Hier kann man die Energie auffrischen. Ach ja, übrigens, wenn man eine... Na komm, ich mach das mal ganz kurz. Nicht, dass sie dann da jetzt mit... Das jetzt sagt. Wenn man jetzt diese Statuen anrempelt... Ah nee, das ist hier bei diesen hier. Dann ist nur eine bestimmte Statue. Da, wo ich den Eisstab gefunden habe. Das kann ich euch mal erzählen, das mache ich aber nicht. Also ich zeige das euch jetzt nicht, da muss ich da extra nochmal wieder hinlatschen. Die sehen auch so ähnlich aus wie diese Statuen, wenn man... Oder die sieht so aus wie diese Statuen. Und wenn man die anrempelt, da in der Nähe des Eisstabes, da diese eine Statue, dann kommt da eine goldene Biene raus. Die kann man mit Hilfe des Schmetterlingsnetzes hier einfangen und in einer Flasche aufbewahren. Und ein bestimmter Boss würde, wenn man die goldene Biene aufbewahrt bis dahin, wenn man und dann freilässt, würde ein bestimmter Boss weitaus einfacher zu besiegen sein. Das mache ich aber nicht. Das ist mir jetzt ein bisschen too much. Dann. Es reicht ja, dass ich euch das nur erzählt habe, dass ich das mit der goldenen Biene weiß. Ne? Nicht, dass da irgendjemand schreibt, hier, das ist mit der goldenen Biene noch gar nicht gezeigt oder erklärt oder so weiter. Ich werde den Boss normal besiegen. Außerdem, ja, ich habe jetzt Sachen gekauft, die eine Fee in der Flasche. Oh, ich bin ein bisschen zu weit gelaufen. Hier gibt es auch noch was zu finden. Und zwar, ihr erinnert euch doch an, ja, die Flucht mit Prinzessin Zelda, als wir aus dem Schloss geflohen sind. Und da gab es doch zwei Wände, die so, ja, eingerissen waren. Und jetzt haben wir ja sowohl Bomben als auch hier unsere Pegasus-Stiefel. Und nun können wir die öffnen. Und da befindet sich auch noch was dahinter, was auch zu den 100% übrigens zählt. So. Oh, hier. Ordentlich Geld kriegt man hier von denen. So. Und hierbei handelt es sich um eine Wand mit mehreren Rissen. Also nicht nur ein kleineres, sondern es sind mehrere Risse. Und da braucht man nicht eine Bombe hinlegen. Da kann man auch mit den Pegasus-Schuhen die einrempeln. Bams. Und da befinden sich, hier drei Schatzkisten. Und noch ein paar Sachen hier drin, in den Krügen. Bomben, habe ich voll. 300, 300 Rubine einfach mal so. Und hier Pfeile bestimmt, ne? Ja, klar. Bomben, wenn da Bomben sind und Rubine, dann müssen da auch Pfeile dabei sein. So, dann rempeln wir mal das hier an und dann geht es hier wieder raus. So. Und dann kann ich euch ja jetzt mal zeigen, was passiert, wenn ich den falschen Schalter drücke. Ja, dann die Schlange runterkommt. Ich meine, wenn ich jetzt hier die Gelegenheit habe, euch das nochmal zu zeigen, dann... mache ich das auch hier. Ja, da kommen Schlangen runter, aber gar nicht mal so wenige. Wow. Übrigens, diese Schlangen gibt es auch in Zelda 1. Ach, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen. Ach, Mann. Warum vergesse ich da diese Gegnernamen? In Mega Man und Mario, da ist es kein Problem. Aber in Zelda vergesse ich häufig Gegnernamen. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. So, und jetzt sind wir wieder hier. Hallo, Zelda. Hallo, Priester. Und übrigens füllt er uns immer die Energie wieder auf, wenn wir mit ihm sprechen. Ja, was sagt Zelda eigentlich noch hier? Folge bei der Suche den Zeichen, die der Dorfälteste auf deine Karte gemalt hat. Geh doch mal zu einem Wahrsager, wenn du dich verlaufen hast. Ja, das habe ich schon mal gemacht hier. Besiegst du Arganem, dann werden auch die Soldaten sein Bann entrinnen. Ach, diese Soldaten sind ja verzaubert, ne? Stimmt ja. Nun mach dich auf. Alle drei Amulette zusammen. Viel Glück. Okay. Whee. Ja, wo geht es denn als nächstes hin? Wir sind ja hier ganz in der Nähe zu dem Ort, zu dem es als nächstes hingeht. Und da gehen wir jetzt auch hin. Wir haben noch ein bisschen Zeit in diesem Part hier. Und zwar geht es als nächstes, wie man ja anhand der Karte sehen kann, hier ins Gebirge. So. Da befindet sich das dritte Amulett. Und um dahin zu kommen, es ist so ein bisschen tückisch, aber das werdet ihr gleich sehen, warum.
Aber auch wir haben List und Tücke, mit denen wir weiterkommen. Achso, vorher kann ich euch ja noch kurz was anderes noch zeigen. Und zwar hier. Vorsicht, Link! Der seltsame Nebel über dem Wald ist wirklich unheimlich. Oh, hier diese... Das ist aber keine goldene Biene, das ist eine normale. Die goldene Biene glitzert noch extra. Das ist eine normale Biene, die würde dann auch bei dem einen Bosskampf nichts bringen. Ritsch, ratsch. Merkwürdig, wie sich der Baum beim Sägen anfühlt. Ja, dann können wir auch mal kurz in das Haus der Holzfäller gehen. Das Holzfällerhaus. A. Holzhack und B. Holzhack. Bezieht sich es etwa auf A-Hörnchen und B-Hörnchen? Also Chip und Chap, die heißen ja im Deutschen A-Hörnchen und B-Hörnchen. Also diese Eichhörnchen von Disney. Ich denke mal, Chip und Chap sollte jeder kennen, ne? Also, oder Chip and Dale, wie das in amerikanischen heißt. Aber eigentlich heißen die im Deutschen A-Hörnchen und B-Hörnchen. So. Ja, hier ist nichts weiter zu finden. Ach ja, da kann ich euch noch mal was zeigen. In den verlorenen Wäldern. Da können wir uns ja jetzt mal... Jetzt haben wir... Komm, das Gebirge betreten wir das nächste Mal. Jetzt schauen wir uns mal in den verlorenen Wäldern mal ein bisschen mehr um hier. Hier ist nämlich auch noch was zu finden hier. Oh, ein Spielchen. Ja, das mache ich doch mal gern. Kleine Spielchen gefällig, 100 Rubine und du kannst eine Truhe öffnen. Was, so teuer? Na gut. Ich mach's ja nur einmal. Versuch's mal. Ja, ich versuch mein Glück. Nur zu, öffne die Truhe deiner Wahl. Immer die goldene Mitte. Yes, ich hab Gewinn gemacht. Sehr schön. Okay. Oh, Moment mal, das Masterschwert. Ist es das Masterschwert hier? Oh, ist es das Masterschwert? Hä? Hurra, das Masterschwert. Nein, doch nicht, schade. Das kann ich nochmal zeigen, dass man auch Gegner damit abwerfen kann. Bärs. Ja, dann geht's hier irgendwie... Und hier waren wir ja schon, ne? Also so groß sind die verlorenen Wälder jetzt nicht. Dann geht's hier noch so ein bisschen weiter. Und dann da irgendwo ist dann das Masterschwert. Aber das können wir uns ja eh noch nicht holen. Da wir noch nicht alle drei Amulette haben. Deswegen lohnt es sich nicht, dahin zu gehen. So. Dann geht's jetzt hier wieder zurück. Oder können wir das Gebirge doch noch betreten in diesem Part? Vielleicht muss ich die Parts ja nicht so lang machen. Ne? Ich denke mal, wir positionieren uns. Warte, hab ich das Schild schon gelesen hier? Hau mal ab da, du Müllviech. So. Achtung, Lebensgefahr. Betreten des Todesberges streng verboten. Oh ja, der Todesberg. Den gibt es übrigens auch in diversen Zelda-Spielen. Auch vom Namen her. Und ich kann ja hier mal das aufheben. Und normalerweise befindet sich hier irgendwas drunter. So ein... Ja, so ein kleiner Käfer, der uns mit Rubinen bewirft. Und ja, die Rubine können wir immer gut gebrauchen. Obwohl, ja gut, jetzt 659 haben wir auch schon ganz schön viel Rubine, ja, ausgegeben. Ausgegeben, sage ich hier, bekommen. Ausgegeben haben wir aber auch schon sehr viel. Das stimmt schon. Ich denke nur an die Stück-5-Flossen. Ja, ich würde mal sagen, im nächsten Part geht es dann hier direkt weiter. Dann betreten wir das Gebirge und ja, seid gespannt, was uns da erwarten wird. Bis dann und tschüss.